Das heißt also, die schönen Berge, weswegen uns viele hier besuchen und auch Urlaub machen, die mahnen uns zu Impfverweigerern. Ich würde sagen, es geht in beide Richtungen. Ich nenne es die Ambivalenz der Freiheit. Also wir haben zum Beispiel in Österreich auch den Karl Popper, den Erkenntnistheoretiker, den, der ja gesagt hat, wie wir Wissenschaft einbeziehen. Und der das übrigens, das hat mich auch selber überrascht, in seiner offenen Gesellschaft mit dem Tragen des Kreuzes verbindet. Also er sagt dann, wir müssen quasi auch unangenehme Wahrheiten annehmen, auch wenn sie uns schmerzen. Auch das ist Alpenraum. Demokratie und Föderalismus ist Alpenraum. Und die allermeisten Menschen lassen sich ja auch impfen. Also ich würde mal sagen, die allermeisten Alpenraumbewohnerinnen und Bewohner sind zur Wissenschaft offen und sind vernünftig. Aber natürlich gibt es das andere auch. Wir haben esoterische Bewegungen, wir haben Lebensreformbewegungen, wir haben teilweise fundamentalistische Bewegungen. Das heißt also, wir müssen uns dem stellen, dass mit jedem Positiven halt auch immer was Negatives kommt und die schönen Berge nehmen uns auch in die Verpflichtung.